Paul Malaki hatte eine Idee. Der Designer am Institute for Creative Technologies an der University of Southern California entwarf mit Oculus Rift eine Virtual Reality Brille, die VR-Technologie massentauglich und erschwinglich machen sollte. Die VR-Idee an sich ist keine neue. Die Umsetzung und Technik waren es jedoch schon. Mit einem diagonalen Sichtfeld von 110 Grad und 90 Grad in der Horizontale war es vorhergegangenen Geräten mit ähnlichen Nutzungsabsichten deutlich überlegen. Im Gegensatz zu anderer Hardware vermittelt Oculus Rift das Gefühl der Immersion, einer tatsächlichen virtuellen Realität, kurzum, der Nutzer fühlt sich mittendrin. Was liege da näher, als die Nutzung des Gerätes vor allem mit Video- und Computerspielen zu verbinden? Schließlich entwarf Paul Malaki einen Prototypen, zeigte diesen Spielentwickler-Legende John Carmack und präsentierte das Gerät im Juni 2012 der Weltöffentlichkeit im Rahmen der E3 in Kombination mit einer speziell dafür angepassten Doom 3-Fassung. Gyrometer, Beschleunigungssensoren und Magnetometer führen zu einer zuvor nicht dagewesenen virtuellen Freiheit, denn Kopfbewegungen des Oculus-Nutzers werden mit einer kaum merklichen Verzögerung übertragen, was das Mittendrin-Gefühl massiv verstärkt. Das leichte Gewicht und die technische Zugänglichkeit sind zwar ebenso Teil der Oculus-Vision, doch ist es gerade der angepeilte Preis von etwa 200 bis 300 Euro für das finale Produkt gewesen, der dazu führte, dass im August 2012 über 2,4 Millionen US-Dollar via Kickstarter-Crowdfunding gesammelt wurden. Ursprünglich als Kampagnenziel angedacht waren 250.000 US-Dollar, die innerhalb von nur 4 Stunden gesammelt wurden. Im März 2013 war es dann soweit. Die ersten Developer-Kits erreichten interessierte Softwareentwickler und diese begannen schnell damit, Spielideen für die neue virtuelle Oculus Rift-Welt umzusetzen und die Möglichkeiten der Hardware mittels Fan-Modifikationen auch für bestehende Titel zu nutzen. Achterbahnfahrten über malerische Steinfestungen hinweg, Büroräume mit schreckenverbreitenden Dinosauriern, erste Erotiktechnik-Demos. Neben Modifikationen für AAA-Spiele wie Skyrim, Mirror's Edge oder Team Fortress 2 setzten gerade findige Indie-Spieleentwickler auf den Oculus-Kernpunkt Immersion und sorgten somit für VR-Gefühle in bislang ungekannter Intensität. Trotz der geringen SD-Auflösung des ersten Entwicklungskits von 1280x800 Pixeln waren die Reaktionen positiv und der Zuspruch wie das Interesse der Spielegemeinde stieg stetig. John Carmack, der von Anfang an eng in die Entwicklung des Gerätes involviert war, sorgte im August 2013 für Gesprächsstoff und wechselte überraschend von Kultschmiede id Software zum Oculus VR Entwicklerteam. Über 40.000 Geräte konnten innerhalb eines Jahres zum Preis von 300 US-Dollar verkauft werden. Nach Kritik bezüglich der Auflösung samt deutlich erkennbarer Pixel und einer immer noch spürbaren, wenn auch geringen Latenz, stellte man mit Crystal Cove auf der Elektronikmesse CES 2014 das neue Oculus Rift Entwicklermodell vor. Mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln auf OLED-Displays und einem verbesserten Sensorsystem samt Positionserkennungshardware ist das neue Development Kit 2 zum Preis von 350 US-Dollar seit März 2014 auf der offiziellen Seite zu beziehen. Ebenfalls im März 2014 gibt Oculus VR nun bekannt, Facebook übernimmt die Firma für 2,3 Milliarden US-Dollar, wovon 300 Millionen US-Dollar erst gezahlt werden, wenn bestimmte bislang undefinierte Ziele erreicht werden. Facebook-Chef Mark Zuckerberg ist begeistert, zielt zunächst auf immersive Spielerlebnisse ab, sieht den Anwendungszweck jedoch vor allem darin, eine gänzlich neue Kommunikationsebene zu erschließen. Lernen in Klassenräumen, mit Lehrern und Schülern aus der ganzen Welt, der Arztbesuch ohne die Arztpraxis real zu betreten, von Angesicht zu Angesicht, nur mit Hilfe des Aufsetzens einer Brille. So die Vision Zuckerbergs. Virtuelle Realität war einst ein Traum, so wie das Internet, Computer und Smartphones. Die Zukunft kommt und wir haben eine Chance, um diese gemeinsam zu gestalten. Ich kann es kaum abwarten, zusammen mit dem Oculus-Team diese Zukunft in die Welt zu bringen und neue Welten für uns alle zu erschließen. Wohlklingende Worte des bekannten Jungmilliardärs, der mit der überraschenden Übernahme von Oculus VR jedoch nicht überall auf positive Reaktionen stößt. So äußerte sich Minecraft-Schöpfer und Kultentwickler Markus Notch Persson weniger erfreut über die jüngste Entwicklung. Für ihn sei Oculus VR eine Firma gewesen, die einstige Science-Fiction-Vision in die Realität umsetzen wollte und konnte. Facebook hingegen sei für ihn ein Unternehmen fernab von technologischen Errungenschaften, sondern eher darauf bedacht, mehr und mehr User zu sammeln. Die Verbindung Facebook zu Spielen sieht er nicht und zweifelt folglich an der Zukunftsperspektive hinsichtlich Oculus Rift und Spielen. Spontan wurden aus dieser Ansicht resultierend die Entwicklungsarbeiten an einer speziell angepassten Oculus Rift Minecraft-Fassung eingestellt und, Zitat, die Wege zwischen uns und Oculus trennen sich hier.
Tatsächlich ist mit der Übernahme seitens Facebook die Zukunft von Oculus Rift ungewiss. Die Absichten von Facebook dürften aufgrund der Vergangenheit eher auf die Richtung Social Network abzielen, als wie ursprünglich geplant hauptsächlich den Gaming-Bereich revolutionieren zu wollen. Allerdings könnte die Hardwareentwicklung ebenso weiterhin sämtliche Lager betreffen und wäre somit lediglich um das gewaltige Potenzial erweitert, ausgehend von den neu hinzugekommenen Facebook-Möglichkeiten, die Massentauglichkeit der Virtual Reality Hardware so schnell zu erreichen, wie es wohl mit keiner anderen Firma und keinem anderen finanziellen Unterstützer der Welt möglich wäre.